Ja, und damit willkommen bei einer kurzen Runde von Control heute. Heute geht's auch nicht so lang, ich sag's schon mal im Voraus. Aber ein kurzes Ründchen sollte möglich sein. Und hallo Saphiria, willkommen im Stream. Na, alles gut bei dir. Schön, dass du reinschaust. Bin mal gespannt, ob wir hier jetzt großartig weiterkommen. Weil ich habe das Gefühl, dass das Gebäude größer ist, als wir am Anfang dachten. Okay. Ja, okay, ist gut. Solange nicht schlecht. Dann ist alles okay. So, ich nehme mal kurz einen Schluck. Hab mir noch Kaffee besorgt. Dann sollte es hier auch besser gehen. Mit Kaffee ist es doch immer gut. Was? Heute Tollpatsch. Treppe hochgeflogen, Kaffee an der weißen Wand und bei dir. Okay, so viel zum Thema Kaffee, ne? Ja, auf Arbeit, jetzt war ich vorher noch kurz einkaufen und ja, jetzt noch gemütlich eine Runde Control mit Stream und dann soll es das auch für heute noch gewesen sein. Aber jetzt gucken wir mal, wie weit wir hier kommen. So, finde Marshall. Wo muss ich denn da hin überhaupt? Mal gucken, was die Karte hergibt. Ja. Das ist jetzt eine gute Frage. Es ist jetzt auch nicht so lange her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Es muss ja irgendwo, muss es ja dabei stehen, wo ich Marshall finde. Ah, okay. Ist auch interessant, was man da bestimmt erfährt bei so einer Beratung. Genau, da habe ich letztes Mal gesehen, da war so ein Ziel mit Zeitvorgabe. Geh zu den NSC-Transformatoren. Ah ja, da war irgendwas, ich erinnere mich. Club der alten Herren, finde Marshall. Das können wir natürlich auch machen, aber da müsste ich erstmal wissen, wo ich hin muss. Ich glaube, das Problem hatte ich letztes Mal auch, wie ich aufgehört habe. Ich glaube, da habe ich mich erfolgreich gedrückt, weil ich dann gesagt habe, ich mache Ende. Ja, aber gut, okay, naschen, ne? Das kenne ich. Also da geht es mir nicht anders. Sobald was daheim ist oder ich weiß, wenn was daheim ist, dann geht's los. Da brauchen sie kein Mindesthaltbarkeitsdatum draufschreiben bei mir, weil so lange hebt es eh nicht bei mir. Elevator. Muss ich hier hin? Ich sehe den Zusammenhang nicht, aber das ist eindeutig wechselseitig. So, Fähigkeiten haben wir keine. Ich glaube, das habe ich am Ende des letzten Streams noch alles vergeben. Astralwerkstatt. Da haben wir von den Dingern hier. Ich glaube, die kann man hierfür einsetzen. Das war doch so, ne? Verdeckte Waffenmodifikation unmöglich. Ich habe halt keine... das sind die Dinger, wo ich dann im Inventar habe. Ja, ist mir klar, aber was bringt mir das? Verdeckte persönliche Modifikation. Ach so, man bekommt dann irgendwas Zufälliges, glaube ich, ne? So war doch das. Da braucht man von diesen Dingern hier, wo man einsammelt, und von denen hier vom Kampf. Okay. Ja, so langsam blicke ich auch das Menü, habe ich das Gefühl. Aber ich gehe mal zum Aufzug. Vielleicht muss ich ja beim Aufzug weitergehen. Auf der Karte sehe ich mal kein Ziel. Vielleicht ist es ja hier. So. Forschungssektor, Wartungssektor. Ja gut, das Einzige, was ich machen kann... Moment. Forschung, Parapsychologie. Ja, wahrscheinlich muss ich da zum Forschungssektor gehen. Jetzt gucken wir halt mal, wo wir hinkommen. So. Prost. Zum Thema Kaffee. Ich sehe es schon kommen.
vor lauter Gemütlichkeit hier und so weiter bin ich so unaufmerksam, da würde ich bestimmt irgendwann meinen Kaffee auf die Tastatur kippen. Ist mir zum Glück noch nicht passiert. So, sehe ich denn hier jetzt, wo ich hin muss? Ah, ja, okay. Jedes Stockwerk hat nochmal einen extrem großen Bereich. Na, man sieht es hier, wo ich bin. Am roten Pfeil, da wo ich hin muss. Und überall, wo Fragezeichen sind, waren wir noch nicht. Das wird lustig. Ja, ja, ich weiß, ne? Ruckzuck ist es passiert, jetzt wo ich es gesagt habe. Jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Das war auf E, kann ich mir irgendwelche Sachen greifen und auch wegschleudern. Das ist wunderbar. In all den Jahren haben wir erstaunliche Entdeckungen gemacht, äußerst wichtige Studien verfasst. In all dieser Arbeit gibt es eine Gemeinsamkeit. Und das ist, wie wenig wir wirklich wissen. Wir streben natürlich danach, die Grenzen der Realität zu erweitern. Zum Stolz unserer Behörde. Also, willkommen. Vorausgesetzt, Sie haben eine Sicherheitsfreigabe und befolgen das Sicherheitsprotokoll. Und das Handbuch. Lesen Sie es, sonst droht Unheil. Ja, wunderbar. Forschungssektor, wo die verrückten Genies zu Hause sind. Ja, verrückte Genies. Oh nein, schon wieder von diesen Schwebel. Oh. Nein, ich will eine andere Waffe. Ich möchte meine andere Waffe. Wie kann ich denn... Wie war das nochmal? Hä, Maus 3? Ich habe Mausrad gedrückt. Ah, das funktioniert auch. Oh, das macht die Sache doch ein bisschen komfortabler. Ja gut, aber ausweichen können sie immer noch gut. Wie war denn Waffenwechsel auf F, glaube ich, ne? Ja. Ah, nein, 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 nein. Ich konnte auch einen Dash machen, das weiß ich, aber... Super. Wie war denn das nochmal? Dash, 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 wie war denn der Dash nochmal? Autsch! Was ist denn mit dem los? Oh. Uiuiuiui. Ich sehe es kommen. Das wird hier wieder ein Tod, der unnötig ist. Oder auch nicht. Wie war denn das nochmal? Okay, wenn ich hier ein bisschen geschickt ausweiche, dann geht das auch. Aber ich konnte doch einen Dash machen. War das auf Q? Nee. Hey, das ist der Nachteil ein bisschen bei Maus und Tastatur bei solchen Spielen. Beim Controller würde ich sagen, ist es doch ein bisschen intuitiver. Müsste ich es doch vielleicht mal ausprobieren mit Controller. Aber das Zielen geht mit Maus halt besser. Oh, und ich bekomme die ganze Zeit Errungenschaftsfortschritte. Was ist das denn für eine Errungenschaft? Paranatürliche Sammlung, interdimensionale Verteidigerin. Aha. Also habe ich jetzt noch nicht gekriegt, aber so, ich sammle Punkte dafür. Sieht man im Stream nicht. Ist im Steam-Overlay. So, irgendwo rennt doch noch einer rum. Ich höre doch da noch was. Ach, oh nein. Hilfe! Ja, das war mir fast klar, dass es ein Scharfschütze ist. Oh, der haut aber auch gut rein. So, hier. Mach Bekanntschaft mit der Parkbank. Super, nicht mal getroffen. Dann mach mal so. Geht auch. Ja,
Das habe ich gerade festgestellt. Ah! Oh, hier. Frisst Müll. So. Na bitte. Wo ist er denn? Ach du Scheiße. Wo sind die jetzt hergekommen? Also wenn ich die erledigt habe, muss ich nochmal gucken, wie ich hier mein Ausweichen mache. Ja. Oh. Huch. Was ist denn das passiert? Oh, was ist denn das hier? Kann ich die Waffe auch nehmen? Da liegen Heilungskugeln rum. Oh, super. Oh, 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 das wird knapp. Ach, gefangen, da ist einer. Ich glaube, das ist der mit Stufe 3, kann das sein? Shelter, Shelter! Wir sind in Shelter! Oh, Mist. Ich merke aber gerade, weil ich ja nicht so gut gerade bin, also ist mein persönliches Gefühl gerade, vielleicht sollte ich mir auch einen Death-Counter einrichten hier für das Spiel. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Es waren ja jetzt eigentlich nur normale Popelgegner und jetzt bin ich schon wieder einmal gestorben. Aber weißt du was? Ich bin ja jetzt hier gerade hier am Anfang von dem Bereich. Da gucke ich doch mal hier gerade in die Steuerung rein. Ja, ich weiß, das ist voll noobmäßig, aber egal. So, was haben wir denn Schönes? Schießen, ja, Flucht war doch das. Hieß das nicht Flucht? Auf Steuerung. Ja, das habe ich gesucht. So. Ich bewaffne mich mit einer Parkbank. Oh, der hat sogar gesessen. Ah, hat schon was gebracht hier, das Ausweichen. Ah, die hier sind halt nervig. Funktioniert ja ganz gut. Okay. So, jetzt die anderen da vorne wohl noch kommen. Ein bisschen mit Taktik und dann sollte das auch gehen. Manche werden sich jetzt denken, was für eine Taktik. Sieht doch genauso aus wie vorher auch. Ja, das kann durchaus sein. Na? Hier, die lassen immer schöne Waffen fallen, die kann ich aber nicht nehmen. Brauche ich wahrscheinlich sowieso nicht. Ich habe ja eine. Die man noch gut modifizieren kann. So, wo ist dann noch eine? Wenn da jetzt die ganzen Typis kommen, mal gucken, ob ich mehrere treffen kann auf einmal. So, wo seid ihr denn? Bin ich hier richtig? Nein, ich bin da oben. Die kommen ja von da unten. Was mache ich denn? Verwirrt. Ja, da sind sie wieder, die Scharfschützen. Okay. Au.
einmal ins Bein geschossen, ich weiß. Oh, nee. Ich glaube, ich muss weg. Oh, der Schub ist aber nicht schlecht. Ach, du Scheiße, was war denn das? Scharfschützen, ja, genau. Och, nö. Es sah so gut aus. Da war ich doch zu forsch. Die müssen mich nur noch anhusten, dann bin ich kaputt. Ich bin ja eigentlich noch gar nicht so weit. Die hauen jetzt schon gut rein. Das ist ja... Das ist schon krass. Ah, ich mach's lieber so. Ja, ich glaub's auch. Irgendwie schon. Ja, man muss ja dazu sagen, die Taktik ist hier ein bisschen flexibler gestaltet, ne? Ah! Nein! Mist! So. Ah, geht eigentlich so. Ist aber noch einer irgendwo. Ein paar Heilkugeln brauche ich. Heilung, Heilung. Treffe ich den von hier überhaupt? Das ist die Frage. Oh ja. Ich glaube, das war schlecht. Jetzt hätte ich hier Fische gespawnt. Wobei, so wie es jetzt gerade läuft, wenn ich jetzt keinen groben Fehler mache, dann kriege ich es eigentlich hin. Da wirft einer mit Granaten. Ich glaube, die machen dieselbe Taktik wie ich. Oh. Da hinten. Oh. Mist. Hey, es sah doch aber sehr gut aus. Ganz genau. Und schon ist es passiert. Ach, das werden wir doch hinbekommen. Ich muss mir auch so einen Reap-Emote holen. Nee, geht ja gar nicht. Ich bin ja gar kein Affiliate, das funktioniert ja gar nicht. Aber einen Counter könnte ich mir einrichten. Das würde gehen. So, wo sind sie denn? Zack. Ja, der erste Treffer müsste nochmal sitzen. Ich weiß, die Viecher, die können relativ gut ausweichen, was das Telekinese-Zeug angeht, aber durch Schüsse sind sie nicht geschützt. So. Oh, da ist der andere wieder. Den habe ich mal von den Füßen geholt. Ich glaube, ich muss die Telekinese ein bisschen besser einsetzen. So wie jetzt? Oh, das ist gar nicht schlecht gewesen. So muss das eigentlich die ganze Zeit gehen. Dann kriegt man es vielleicht ein bisschen besser hin. Hm? Okay.
Das ist ja schon mal nicht schlecht. Okay, mit dem... Mit Sachen werfen treffe ich besser. Oder macht halt auch mehr Schaden. Boah. Nur das Geländer getroffen. Hier, nimm den Wasserspender. Du hast doch Durst. Ah, hier ist wieder... Hier geht's nicht weiter. So, wo sind sie denn gespawnt? Habe ich doch irgendwas gehört oder nicht? Ich glaube, ich war zu zaghaft. Irgendwie bin ich jetzt besser durchgekommen, oder? Wo sind sie denn? Ach, da unten. Oh, das ist schon wieder er hier. Hey, bleib hier. Hä? Wo ist er denn? Hä? Ah. Zack. Oh je, oh je. Moment. So. Gibt's hier nicht noch irgendwo so einen Punkt, wo ich wieder reinigen muss? Also hier geht's nicht weiter, das ist mir jetzt auch klar. Oh, wo geht's denn hier hin? Hä? Muss ich hier hin? Moment, jetzt muss ich gerade mal gucken. Da bin ich... Ja, ich glaube, ich muss... Wo muss ich denn hin? Durch den Shelter? Ich glaube nicht. Ich bleib mal oben. Oh, da ist ja sogar noch einer. Ich bin jetzt fast... Noch ein bisschen erschrocken, gerade eben. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. So, ich glaube, jetzt habe ich sie alle. Ja, ich glaube, das war's. So, jetzt gucke ich gerade mal. Hier muss es doch einen Punkt geben, den ich wieder säubern kann. War das das hier? Ach, das sind ja wieder diese Wucherungen. Von denen haben wir auch schon ein paar gesehen. Aber was die sind, keine Ahnung. Kann ich da durch? Ah, also Schaden kriege ich mal nicht durch die Dinger. Hä? Feueralarm? Oder was ist das denn? Ah, das ist auf der anderen Seite jetzt gewesen. Okay, da war ich ja gerade eben schon, oder? Warum haben die hier Barrieren hingestellt? So, dann lesen wir erstmal wieder ein Protokoll oder was wir hier kriegen. So, wo haben wir es denn? Zoom. Dann machen wir mal den. Grenzbereiche. Grenzbereiche waren schon immer Katalysatoren für große Inspirationen und Herausforderungen. Wenn sich durch ein ganz neuer Grenzbereich im ältesten Haus manifestiert, können wir nie mit Gewissheit sagen, welche neue Entdeckungen er für die Behörde bereithält. Müssen diese Gelegenheit jedoch immer wahrnehmen. Dieser Bericht untersucht den Unterscheidungsprozess neuer Grenzbereichseigenschaften gemäß ihres Nützlichkeitspotenzials. Der Steinbruch hat uns den Schwarzstein beschert. Eine unserer wertvollsten Entdeckungen, doch wenn der Fungus einen wissenschaftlichen Nutzen hat, ist er schwer auszumachen, da wir die wuchernde Pflanze nur mit Mühe bekämpfen können. Diese beiden Fälle unterscheiden sich deutlich und ein Vergleich könnte sich lohnen, da ihr Stadium völlig unterschiedliche Gefahren und Nutzen birgt. Vollständiger Bericht in Akte 594-1284. Aha. Oh, haben wir noch irgendwas? Gegenstände. Was haben wir denn bekommen? Ach so, ja. Für Waffenverbesserung.
zentrale Forschung. Ich muss aber da hoch. Okay. Ich guck trotzdem noch mal kurz hier, ob es hier was gibt. Hier auf jeden Fall Toilette, ne? Also das finde ich immer noch irgendwie cool. Da kann man ja wirklich alles kaputt machen. Schlecht für den, der in der Toilette ist. Hallo André. Das ist doch schön, wenn es dir gut geht. Schön, dass du reinschaust. Mir geht's auch gut. Ich habe auch Feierabend schon heute. Deswegen kann ich hier noch ein bisschen Control zocken. Ich hoffe, bei dir war es auch nicht so stressig. Ah, guck mal da, da haben wir doch was gefunden. Ja, das kann durchaus sein, wenn man hier einiges zerstört. Vielleicht gibt es da was. Sogar die Wand bröckelt hier. Das finde ich, das ist irgendwie schon cool gemacht. So. Oh. Ich glaube, ich darf nicht zu nah an der Wand stehen, wenn ich sowas mache. Ich dann kriege ich auch Schaden. So, was steht denn hier noch rum? Ah, doch, gut, dass ich hier hingekommen bin. Sonst hätte ich das hier übersehen. So, was haben wir denn hier gekriegt? Bestimmte Objekte innerhalb der Behörde nicht erlaubt. Jüngste Vorfall. Ah, das war aber schon, das hatte ich schon mal. Das hatte ich schon mal. Oder habe ich jetzt das Verkehrte? Das war, glaube ich, auch schon das mit der Karussell. Nee. Kann sein, dass es das Gleiche war. Gegenstände, jetzt muss ich gerade mal gucken. Multimedia, Forschungssektor. Ah, das war das Video von gerade eben. Okay. Ja, genau. Errungenschaft, Toilettenzerstörer. Oh, was, André? Bei dir ist immer stressig. Darf nicht ärgern lassen. Musst du zurückärgern. So, nochmal auf die Karte gucken. Ich muss da ein paar Mal drauf gucken, weil das ist hier alles so weit verzweigt. Ich weiß auch nicht, ob ich... Ich weiß nicht, wo ich als erstes hin soll. Das ist so viel. Da geht... Geht's auch noch runter. Ich glaube, ich muss sogar irgendwie da runter. Ich weiß nicht, ob das alles auf einem Stockwerk ist, wo ich hin muss. Auf jeden Fall gibt es hier wieder Gegenstände. Ich höre Geräusche. So, nochmal gucken. Okay, also ich muss eigentlich... Jetzt muss ich... Okay, ich muss in diese Richtung und dann nach rechts. Muss ich hier runterfliegen? Nee. Darauf bin ich schon mal reingefallen. Nee, ich mache jetzt erst. Ich gucke mich erstmal hier noch um. Vielleicht auch, wenn es ein bisschen nervig ist. Aber ich habe es ja schon mal gemacht bei der Hotline letztes Mal. Da bin ich halt einfach ins Leere gelaufen, war tot. Das will ich halt diesmal nicht machen. Ja, genau, Orientierung. Orientierungslos. Das trifft's ganz gut. Ich bin ja fasziniert, dass ich so gut treffe mit der Telekinese.
Hallo. Bitte bleiben Sie stehen. Ich mag keine laufenden Objekte. Bewegliche Ziele sind mir nicht so geheuer. Ah, das gibt's ja nicht. Wo war denn jetzt der? Ach, da schwebt noch einer rum. Was ist mit dem los? Der ist auf dem... Schwebt der auf seinen Bürostuhl rum? Wie sieht denn der aus? Oder? Der sitzt doch auf dem Stuhl. Ja, das Blöde ist, bei diesen schwebenden Gegnern, die muss ich mit der Waffe besiegen. Wenn ich denen was entgegenschleudere, dann weichen sie aus. Das ist jetzt doof. Haben die jetzt Respawn gehabt? Nee. Das sind doch andere Gegner. Oh nö. Muss das sein? Ich hab euch doch alle schon besiegt. Ja, so viel zum Thema. Schwebt er nicht mehr. Alter. So. Hab ich sie jetzt alle? Da ist doch noch einer. Oder auch nicht. Ich muss doch hier entlang, oder? Sehe ich das richtig? Ja, da muss ich irgendwie rüberkommen. Also laut Richtung. Also die Richtung ist in die da vorne. Da, wo die Barriere ist. Die kaputt machen? Nee, das funktioniert nicht. Das wird zu einfach. Ich muss, glaube ich, irgendwas... Muss ich hier nicht irgendwie einen Kontrollpunkt reinigen? Das muss ich doch sonst immer. Oh nee, komm. Warum denn schon wieder? Oh, ich kann... Das ist ja cool. Ich kann Granaten zurückschleudern, das ist ja cool. Stimmt, ich konnte die Fähigkeit letztes Mal verbessern. So, wo ist der Große? Den habe ich doch, oder? Irgendeiner... Ah, ne, da ist er ja. Autsch. Dieses Objekt wollte ich nicht. Oh nein, da ist so wieder so ein Schwebefuzzi. Autsch. Stimmt, den kriege ich ja gar nicht so. Geschäftsleitung, wichtige Ziele, was?
Was? Wichtige Z- Hä? Ich raff's gerade nicht. Warum muss ich da hin? Warum läuft die Zeit ab? Geh zur Drucklufttechnik. Was? Das war knapp. Was ist denn mit euch los überhaupt? Moment, lasst mich mal hier in Ruhe. Ich muss irgendwo hin. Ich hab Aufgabe gekriegt, lasst mich. Alter, was ist los? Jetzt wird's hier aber kriminell. Nee, das schaffe ich nicht. Ich muss weg. Gehe zur Drucklufttechnik. Wo ist denn die Drucklufttechnik? Geschäftsleitung, wichtige Ziele. Ich muss hochfahren mit dem Fahrstuhl. Jetzt wollte ich doch aber hier weitergehen. Warum wurde ich zurückbeordert? Mal gucken. Mal gucken, was sie vorhaben mit uns. Naja, so verkehrt war es jetzt nicht, hier abzuhauen. Das wurde doch etwas viel. Hätte ich keine Chance gehabt. Weniger wie sowieso schon. So. Ich muss zur Drucklufttechnik. Ach, du Scheiße. Unzustellbare Briefe. Ich kann doch aber hier Schnellreise machen. Hier auf der Etage geht doch das, oder? Schnellreise, dann kann ich da hin. Nee, aber hier. Unzustellbare Briefe, genau. Dann gehen wir mal darüber. Sollte ja gehen. Chancenlos, orientierungslos. Also, wenn es die geben würde, diese Errungenschaften, dann hätte ich die wahrscheinlich alle schon ziemlich am Anfang bekommen. Oder spätestens jetzt. So bin ich jetzt eigentlich hier richtig. So. Kommunikation. Ich renne jetzt einfach mal durch. So. Ach, da liegt noch was. Tote Präsidenten? Hä? Ich hoffe, dass die Zeit stoppt, wenn ich das durchlese. An die zuständige Stelle. Ich werde von den früheren Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika kontaktiert. Sie erscheinen mir als Geistführer und teilen ihre Weisheit mit mir. John Adams meint kontinuierlich, dass ich Amerika in Ordnung bringen muss, aber ich verstehe ihn nicht wirklich. Sie haben alle viele Meinungen. Die anderen sagen, dass ich mir das nur einbilde, aber Theodore Roosevelt hat mir gezeigt, wie ich meinen Rasenmäher reparieren kann. Und ich habe keine Ahnung von Rasenmähern. Wie erklärt man sich das? Tote Männer der Geschichte erzählen mir von der Vergangenheit und der Gegenwart. Wenn Sie meine Fähigkeiten in den Dienst der Regierung stellen möchten, lassen Sie mich das bitte wissen. Ich weiß, dass mich das Weiße Haus gut gebrauchen könnte. Hochachtungsvoll, James Bartholomew. Ich glaube, ich sollte diese Errungenschaften, die mir hier vorgeschlagen werden, auch mal dem Entwickler mitteilen. Aber dann hätte ich alle schon. Das kennen wir, glaube ich, auch schon. Oh Mann. Ja, gehe zur Drucklufttechnik. Da bin ich ja schon auf dem Weg hin. Oh. Meine Güte. Das ist doch alles viel zu weit weg. Und was passiert, wenn die Zeit abgelaufen ist? Wo ist hier Drucklufttechnik? Hallo. Oh, hier ist noch ein Shelter. Da war ich doch schon. Ich glaube, das ist da, wo diese... Ja, da sind diese Pilze drin. Ach, natürlich bin ich verkehrt. Wie soll es anders sein? Ja, lasst mich in Ruhe. Ich habe hier keine Zeit für euch. Ich glaube, das ist denen so ziemlich egal. Lalala. Oh nein, jetzt bin ich schon wieder... Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Bin ich hier richtig?
Ich probiere mal was. Ich porte mich noch woanders hin. Vielleicht ist das etwas schneller. Wenn ich mich zur Poststelle porte. Man wird sehen. So, Richtung stimmt. Ich weiß, hinter mir war noch einer, aber egal. So, also die Richtung stimmt. Jetzt muss ich gucken. Das hier ist die Poststelle, da war ich aber schon. Da hatten wir ja den Kampf mit diesem Kommunikationsleiter. Na, das hatten wir auch letztes Mal schon. Hotline. Ja, nee, das war's ja auch nicht. Ich drehe hier noch durch. Wo muss ich hin? Och Mensch. Ach Mensch. Was steht hier? Achso. Wenn die nicht immer auftauchen würden, dann hätte ich hier doch... Dann würde es mir auch einfacher fallen, hier mich zu orientieren. Das ist hier nicht förderlich für das. Für das ganze Vorgehen hier. Bin ich jetzt? Bin ich? Oh, ich glaube, ich bin richtig. Eliminiere Ziele. Ja. Auf geht's. Wir haben noch keine Zeit. Auf geht's. Zwei auf einmal, sehr gut. Oh nein, einer mit Schild. Irgendwo schießt noch einer von der anderen Seite. Ja! Ja, das ist ja doof. Einmal getroffen. Das ist jetzt unfair. Das ist ja jetzt doof. Drei Schüsse. Ja, ich habe halt keine Panzerung so wie die. Naja, gut. Dann müsste ja eigentlich gespeichert haben. Dann könnte ich ja hier gleich loslegen. Ja, ich muss den Counter einrichten. Yippie, er hat mich hier abgesetzt. Das ist gut. Yippie. So, das war doch hier in die Richtung, oder? Bin ich jetzt? Ja, doch. Hier. Moment. Missionen. Hä? Ist jetzt die... Hey, das ist jetzt doof. Ist die Mission jetzt fehlgeschlagen? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich mache hier jetzt einfach nochmal.
verstehe es nicht. Hat er die Mission jetzt abgebrochen? Nur weil ich gestorben bin? Was ist mit den Texturen los? Ah, das ist ja jetzt doof. Haben die... Jetzt bin ich gestorben und die Mission wurde abgebrochen. Ja, ne? Hab auch das Gefühl. Ah, das ist ja jetzt doof. Ja, ich habe kein Ziel mehr hier. Ah, oh, super. Ich renne hier durchs halbe Gebäude. Und um einmal zu sterben, und die Mission wird abgebrochen. Ah, das ist jetzt ärgerlich. Das ist ja doof. Dann machen wir halt mit der anderen Mission weiter. Mit unserer Hauptmission. Super, da hätte ich mir den Weg jetzt auch sparen können. Ist ja doof. So, was können wir uns denn verbessern? Waffenformen, wenn wir schon mal hier sind. Oh, was ist das hier? Stich herstellen. Oh, da fehlt noch was. Was ist denn das? Stich ist präzise und feuert einen geladenen Schuss, der Rüstung und Gegner auf jede Entfernung durchstößt. Das ist natürlich nicht schlecht. Griff aufwerten, was ist das? Du kannst den zweiten Modifikationsplatz freischalten und den Waffenschaden erhöhen. Oh, dann machen wir doch das mal. Ha! Jetzt kann ich doch aber auch ein paar Modifikationen vornehmen, oder? Ich gehe mal zurück zur Geschäftsleitung. Dann nehme ich den Aufzug und fahre wieder in die Forschung. Ach, das ist ja blöd. Da hätte ich mir den Weg echt sparen können. Wenn das alles wegen deinem gewandelten Objekt ist. So, dann war das hier. Gegenstände? Nee, Ausrüstung, ne? Hier, zweiter Platz von der Waffe. Der erste ist mehr Schaden, 15% mehr Schaden. Das ist schon mal gut. So, was haben wir denn noch Schönes? Feuerrate plus 13%. Nachladegeschwindigkeit. Was ist das hier? Exklusiv für Drehschmetterergriff. Okay. Genauigkeit. Munitionskosten pro Schuss minus 9%. Genauigkeit. Okay. Feuerrate vielleicht. Probieren wir es aus. Forschungssektor. Okay, dann probieren wir das halt nochmal. Jetzt darf ich die ganzen Typis nochmal niedermähen. Vermute ich mal. Ich gehe halt mal da runter. Oder auch nicht. Okay, den habe ich runtergeschubst, auch okay. Noch was zum... Was ist mit dem hier los? Da können wir uns was angucken. Aber ich glaube, da gibt es noch Gegner. Bevor ich das mache, räume ich die erstmal weg. Hey, ihr Gegner, wo seid ihr denn? Gegner, wo seid ihr?
Da konnte ich vorhin nicht durch. Jetzt komme ich hier durch? Was habe ich gemacht, dass das auf einmal frei ist? Ich bin überfragt. Ich habe nichts Besonderes gemacht. Ich bin ja eigentlich nur abgehauen. Oh nein, das Gebäude verändert sich wieder. Sie ist in Gefahr. Ich muss zu ihr. Ja, das machen wir sofort, aber irgendwas irritiert mich hier gerade. Was ist denn mit diesen Texturen los? Ich will gerade mal was schauen. Ach so. Mir hat sich die Auflösung wieder verstellt. Kein Wunder. Auf 4K ist zwar nicht schlecht mit Sicherheit, aber frisst Ressourcen. Und wenn hier das hier aktiv ist, dann reduziert es die Leistung runter. Mal gucken, ob es jetzt besser wird langsam. Etwas. Ich wundere mich die ganze Zeit. Wo muss ich eigentlich hin? Ich glaube, hier bin ich richtig. Nein, doch nicht. Doch. Oh, was? Nein, warum bin ich jetzt hier vorne? Ich wollte hier hinten in Deckung gehen. Versucht sich einer rüber zu schleichen. Oh, hier auch nochmal. Das ist doof. Wo ist hier jemand? Ah, hier. Ah, sehr gut. Heilung, Heilung. Immer schön die Heilung. Knapp, aber diesmal ging es ganz gut. Was ist mit dem? Dem kann ich nicht helfen. Da fliegen auch Gegenstände rum. So, wieder Zeug zum Lesen. Was haben wir? Aha. Was ist denn das? Nicht verfügbar. AWE 18. Transkript eines Anrufs an den kalifornischen Notrufdienst. Notrufmitarbeiter 911. Bitte sagen Sie mir, was passiert ist. Stimme. Hallo, hallo. Ich bin hier. Können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie hören, Ma'am. Wo sind Sie? Ich bin, in der Leitung. Ich habe mich verirrt. Ma'am, haben Sie heute Abend Alkohol zu sich genommen? Ich habe das Gefühl, dass ich durch die Leitung gezogen werde. Zu Ihnen. Bitte legen Sie nicht auf. Wenn Sie auflegen, bin ich vielleicht weg. Was meinen Sie mit weg, Ma'am? Weg, fort, raus. Okay, und können Sie Ihre Umgebung beschreiben? Unbekanntes Geräusch? Ma'am? Hallo, Ma'am? Anmerkung.
Der Notrufmitarbeiter versuchte, die Nummer zurückzurufen, doch der Anschluss existierte nicht mehr. Okay. Moment. Sammelobjekte, Forschung. Was haben wir denn hier? Zischer, Scharfschützen. Ich überflieg's mal ganz kurz. Scharfschützen der Behörde. Bedrohung aus Entfernung. Sind nicht minder tödlich. Ja, okay, das haben wir ja gemerkt. Die tun ziemlich weh. Da kann ich jetzt durch. Okay, hier lagen noch Sachen rum. Das ist okay. Jetzt kann man gucken. Dann kann ich ja durch die Tür gehen. Komm, wir gucken mal, was dahinter ist.